heißt auch, dass eben zur Reformationszeit ein Handwerker hier vorbeikam aus der Wittenberger Gegend und beim Pastor anklopfte und einfach mal um eine Übernachtungsmöglichkeit bat. Und die beiden haben sich angeregt unterhalten. Und dabei kam heraus, dass der Handwerker ja einen kleinen Katechismus mitgebracht hat. Total spektakulär, und der Pastor wurde darauf aufmerksam. Und das brachte im Grunde genommen die Reformation hier in der Gemeinde ins Rollen. Ja, Peter und Paul, zwei starke Typen. Petrus und Paulus, biblisch gesprochen. Ich finde, das Starke an ihnen ist eben ihr Vertrauen in Gottes Möglichkeiten. Eigentlich waren sie eben ja, ganz normale Männer, so wie ja, die anderen Männer eben auch heute auch, mit ihren schwachen Momenten, mit den Zweifeln und eben aber eben dem Vertrauen, dass Gott aus ihnen ja, einen starken Mann machen kann. Ich finde, das sind zwei gute Standbeine, auf die sich unsere Kirche hier gründet. Die Kirche braucht nicht Helden, die braucht Menschen, die ehrlich im Grunde genommen hierher kommen, um alles abzulegen, was sie belastet, und sich im Grunde genommen stärken zu lassen für den Alltag, für das Leben da draußen, aber auch sich zurüsten lassen, um ja, den Auftrag umzusetzen, den Jesus ja in jedes Herz hineinsprechen möchte. Liebt den anderen, wie ich euch liebe, nehmt einander an und baut eine Welt, wo jeder Mensch sein Auskommen hat. Eine gerechte Welt, eine Welt in Frieden, wo man sich erkennt als Brüder und Schwestern vor Gottes Angesicht und eben nicht eine Wertung hineinbringt. Ich denke, Louis Harms hat hier eine gewisse Ernsthaftigkeit im Glauben gepredigt und gleichzeitig auch gesagt, es muss auch irgendwo Früchte tragen, spürbar werden für andere, nach außen wirken. Und seine große Begeisterung war die, dass man sagt, das, was uns hier trägt, was so kostbar ist, eben der Glaube an einen liebenden Gott, das sollten wir nicht für uns behalten, sondern eben weitertragen, hinaus in die Welt bringen. Und die kamen auf die verrückte Idee, sogar sich ein Schiff bauen zu lassen. Und das ist dann wirklich passiert. Man hat in Hamburg ein Schiff in Auftrag gegeben. Und so kam es dazu, dass man die Kandarze baut. Man sieht sie hier im Altarraum als Modell abgebildet. Sie ist auch auf der Spitze unseres Kirchturms zu sehen. Und damit wurden die ersten Missionare in die weite Welt entsandt. Sollte eigentlich Äthiopien werden, war dann aber eben erstmal südliches Afrika als Zielort. Das klingt bis heute nach, und man merkt einfach, diese Gemeinde hat einen großen Zusammenhalt. Es sind durchschnittlich 150 Gottesdienstteilnehmer. An Weihnachten ist es ordentlich voll, Ostern nicht ganz so doll, aber man merkt es auch an der Kollekte. Hier wird noch gut unterstützt. Die Ausstrahlung unserer Gottesdienste ja, zeigt sich auch darin, dass die Menschen einfach auch etwas übrig haben für andere. Herzliche Einladung zum Radiogottesdienst auf NDR Info und WDR 5. Es geht um Männer. Wann ist ein Mann ein Mann? Herbert Grönemeyer hat es besungen. Es ist ein weites Feld und sehr interessant. Seien Sie dabei, am 28. Oktober ab 10 Uhr feiern wir hier Gottesdienst, und ich freue mich auf Sie.